Alles, was ich heute zu tun habe, ist dieses Loch mit Sand zu füllen, mehr nicht. Löcher füllen macht Spaß, ganz alleine mit einer Schaufel. Juhu! Morgen, Bernd, hättest du ein Sekündchen für mich? Sicher, Andi. Ich fülle nur zuerst dieses kleine Loch. Nun, ich hab's ein bisschen eilig. Es kommt gleich ein Kunde rein für einen Reifenwechsel, aber die neuen Reifen sind noch am Hafen. Könntest du sie kurz abholen und schnell zu mir rüberbringen? Okay. Ich bringe sie dann zu dir rüber. Ich wusste, ich kann auf dich zählen und hoffe, dass dich diese Besorgung nicht ausbremst. Leicht und sicher, Reifenwischer. Trabidabidu, Trabidabidi, Trabidabidabidu. Bernd, sag mal, kannst du mir vielleicht aushelfen? Sicher, ich muss nur schnell... Da liegt ein Stein in meinem Garten, genau da, wo ich Karotten pflanzen wollte. Kannst du den für mich wegräumen, bitte? Okay, ich werde da hinfahren. Du hast einen Stein bei mir im Brett, Bernd. Verstanden? Gut, der Stein ist so gut wie weg. Ups, und ich auch. Nicht ärgern, Herr Kroko. Eine fruchtige Wassermelone nur für dich. Oh nein, ich habe einen Termin bei Andi zum Reifenwechseln. Ich beeile mich besser, sonst bin ich zu spät. Bernd, warte mal. Ich habe ein Problem mit dieser Wassermelone. Was ist denn los, Sophie? Ich bin auf dem Weg zu Andi. Kannst du vielleicht Herrn Kroko die Melone füttern? Er ist so grummelig, wenn er nicht rechtzeitig sein Futter bekommt. Oh, ich glaube, ich kann dir helfen. Vielen Dank, Bernd. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Oh, worauf habe ich mich nur eingelassen? Ich habe all diesen Leuten versprochen, ihnen zu helfen, aber ich habe bis jetzt noch nichts gemacht. Zuerst zu Kasimirs Stein, dann zurück zu dir, Mr. Kroko. Sag, bist du nicht Tom Traktors Katze? Die Straße ist kein Ort für eine Katze. Du könntest von einem Auto erwischt werden. Bernd, kannst du helfen? Nun, ich... Gut, das ist Tom Traktors Katze. Kannst du sie zu Tom fahren, wo sie sicher ist? Ich möchte nicht, dass sie eines ihrer neuen Leben riskiert. Zu Tom? Nun, ich fahre da später hin, um Erde zu holen. Großartig, danke, Bernd. Gut, Kätzchen. Ich habe eine Menge Aufgaben. Wenn du also hier wartest, werde ich... Nun... Was soll ich denn alles tun? Mal überlegen. Andi die Reifen bringen, Kasimirs Stein rausheben, Sophies Krokodil füttern und dann zurück zu Toms Katze. Vielleicht sollte ich die Reifen zuerst bringen. Oder den Stein? Oh, ich weiß nicht weiter. Bernd, Zeit zum Essen. Ich verhungere. Oh nein, ich kann nicht hoch. Ich verpasse mein Mittagessen. Hilfe! Hilfe! Fiona, kannst du mir später helfen, meinen Teppich zu waschen? Diese Welpen, die wir aus dem Schlamm gerettet haben, waren echt dreckig. Aber sicher, Paulchen. Und nachdem du Paulchen geholfen hast, könntest du mir helfen, das Dach zu waschen? Kasimirs Kürbiskatapult hat die Dachziegel verdreckt. Sicher, Alessa. Ich spüle den Teppich und spritze das Dach. Ich hoffe nur, dass mich nicht noch jemand um einen Gefallen bittet, damit ich nicht mehr verspreche, als ich halten kann. Ich meine, wer würde denn so etwas machen? Notfalldienstzentrale? Ja? Oh, verstehe. Over and out. Hör zu, Robby Roboter ist auf der Baustelle in ein Loch gefallen. Oh nein! Wir beeilen uns, er braucht unsere Hilfe. Lass uns schnell Andi abholen, denn es ist Zeit für Action! Robby, geht's dir gut da unten? Sicher. Ich liege hier rum und träume von Sandwiches. Helft mir raus. Bin schon dabei. Das war's. Danke. Ich hatte schon befürchtet, ich müsste da unten übernachten. Und Schmutzkissen sind ungemütlich. Ich frag mich, wo Bernd ist. Ja, wir waren zum Essen verabredet. Was mich daran erinnert, ich habe einen Termin mit einem Salami-Sandwich. Danke, Leute. Wo ist Bernd? Er hat mir versprochen, die Reifen in meinen Shop zu bringen, aber er kam nicht. Und er sagte auch, er würde das Loch füllen. Seltsam. Ich hoffe, es ist ihm nichts passiert. Hm,
Vielleicht sollte ich das, was ich zuerst sagte, tun. Hole die Erde und fülle das Loch. Okay, treffe eine Entscheidung. Gut, ich bin schon fast da. Oh, richtig. Du fährst besser mit mir, Kätzchen, bis ich dich zu Tom bringe. Ja. Aber die Katze, das Krokodil. Oh nein, was hab ich nur getan? Hey Leute, wo ist Bernd? Er wollte mir helfen, aber ich warte immer noch. Ich habe schon mal meine Karottensamen geholt. Mir auch. Du willst auch Karotten pflanzen? Dann lass uns doch mal Rezepte tauschen. Nein, er meint, dass Bernd euch beiden helfen wollte und dann verschwunden ist. Das klingt gar nicht nach Bernd. Klingt mehr nach... an wen denke ich da? Oh ja, an mich! Du hast recht, das klingt nicht nach Bernd. Wir müssen ihn finden, um sicher zu sein, dass es ihm gut geht. Sucht ihr Bernd Bagger? Ich habe ihn gerade gesehen. Ach ja? Ja, er hat Toms Katze zurück zur Farm gebracht. Dankeschön, Rolli. Komm schon, Fiona, wir fahren zu Tom Traktors Farm. Und bringen alles in Ordnung. Stopp, fresst euch doch nicht auf! Erde ist hier, aber kein Bernd. Lass uns weitersuchen. Was zum... Hilfe, ich kann nicht anhalten, nein! Pass auf mich noch auf! Oh nein! Robbie! Oh, ist okay. Ich hol dich raus, Robbie. Nochmal. Ich habe gerade noch nach dir gesucht, Andy. Wir waren zum Reifenwechsel verabredet, aber du warst nicht an der Tankstelle. Nun, jetzt hast du mich und die Reifen gefunden. Bernd wollte mir helfen, diese in die Tankstelle zu bringen, aber er ist verschwunden. Bernd Bagger? Aber der ist doch im Zoo und füttert das Krokodil. Hast du Krokodil gesagt? Krokodil! Ah, nein! Jemand muss das Krokodil fangen! Jemand, nur nicht ich! Ich bin nur schnell in meinem Loch, falls mich jemand sucht. Ah, oh, da bist du! Komm, kleines Kroko, komm zu Mama! Für jemanden, der nicht einmal da ist, kann Bernd eine Menge Durcheinander anrichten. Jetzt beruhigt euch doch mal alle. Ihr benehmt euch ja so, als wäre ein Krokodil auf der Flucht. So ist es! Was? Hallo zusammen. Alle hier suchen nach dir, Bernd Bagger. Was hast du den ganzen Tag lang gemacht? Nun, ich wollte gerade ein Loch füllen. Aber bevor ich mich versah, versprach ich, ein paar Reifen zu transportieren, einen Stein auszuheben, Krokodile zu füttern und deine Katze zu retten. Und ich habe überhaupt nichts davon geschafft. Es tut mir so leid, Leute. Du hast mehr versprochen, als du halten konntest. Und am Ende hast du niemandem geholfen. Ich wollte doch einfach nur zu jedem nett sein. Mach dir keine Sorgen, Bernd. Wir können einander helfen. Wir teilen einfach die Arbeit auf und bald wird alles erledigt sein. Klingt gut, Leute. Aber wie wäre es zuerst noch mit einem kleinen Nickerchen? Ich liebe es, wenn ich frische Luft in den Reifen habe. Ölwechsel, Bremsbeläge. Ich fühle mich wie ein nagelneues Auto. Ich dachte schon, du würdest diesen Lufterfrischer niemals ausbauen. Schnell, Paulchen, Alessa braucht uns. Großer Autounfall an der Kreuzung bei Tom Traktors Feld. Mitten in einem großen Schwarm von Schmetterlingen und verschütteter Erdnussbutter. Klingt nach Ärger. Lass uns umdrehen, Fiona, denn es ist Zeit für Action! Ich sehe keinen Unfall. Ich sehe überhaupt keine Autos. Oh, da ist ja eins. Hey, das ist Andy Abschleppwagen. Hey! Andy, weißt du irgendwas über einen Unfall hier? Unfall? Unmöglich! Das ist die sicherste Kreuzung im ganzen Land. Der letzte Unfall war der berühmte Auffahrunfall im Jahr 1914. Ah!
Seltsam. Ja, sehr seltsam. Ich glaube, das war ein Fehlalarm. Wir fahren besser zurück zur Notfalldienstzentrale und warten auf echte Notfälle. Wiedersehen! Da war überhaupt gar nichts an dieser besagten Kreuzung. Bist du dir sicher, deine Information war richtig? Eine riesige lila Welle hat den Strand weggespült. Das klingt unglaubwürdig. Nicht, dass wir dir nicht trauen würden. Hey Leute, habt ihr herausgefunden, wo dieser Fehlalarm herkommt? Tut, die Sonne dreht herum, bum bum. Tut, 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 tut. Ich bin so gaga, mir dreht schon die ganze Zeit der Kopf. Was ist hier los? Sie ist verwirrt. Ich werde einen Test mit ihr machen, um das Problem zu lösen. Entschuldigen Sie bitte, wie heißen Sie? Du, Eugen der Dritte, der König der Alarmi natürlich. Oh, das ist akute Tutu-Tate-Itis. Ha, wenn man erst daran erkrankt ist, kann man nur noch kompletten Unsinn reden. Nur ausruhen hilft. Keine Notrufe mehr, bis sie gesund ist. Aber was machen wir ohne Alessa? Trabidabidabidi. Oh, hi Leute. Ich wollte mal vorbeischauen. Kasimir Krehl, wir sind echt in Schwierigkeiten. Tja, Alessa ist krank und braucht mal eine Pause von ihrem Job. Oh, ich liebe es zu helfen. Ich könnte einspringen. Ich weiß nicht. Nur ein echter Experte kann sagen, welche Notfälle wirklich dringend sind. Gut. Viele Eisberge fallen vom Himmel und landen im Kürbismatsch. Nun, ich glaube, wir können's versuchen. So gut wie fertig. Es ist Zeit fürs Essen. Was ist das? Oh nein, ich stecke fest. Hilfe! Meine neuen Hightech-Geräte sind bereit für alles. Mein erster Anruf. Kasimir Krehls Krisencenter. Wie kann ich behilflich sein? Bernd, der Bagger steckt in einem Schlammloch fest. Hört zu, Bernd ist im Schlamm versunken, in der Nähe von Manster-Kuchenhausen. Es ist Zeit für Action. Ich auch. Klar, du kannst uns helfen. Danke, Kasimir Krehl. Gern geschehen. Das ist so toll. Ich liebe es, Leuten zu helfen. Gibt's noch ein anderes Problem, Herbie? Nun, ich bekomme immer Schluck auf. Oh, das klingt wirklich nach einem Notfall. Balanciere umgekehrt auf deinem Kopf, dann halte den Atem an und schwing die Flügel. Oh, okay, ich versuche es. Ruf jederzeit zurück und erzähl allen, ich bin hier, um zu helfen. Kein Notruf ist zu unwichtig. Das ist mein Motto. Wow, 2 Notfälle sind schon erledigt. Mann, ich bin wirklich gut. Haltet durch, Leute. Gleich ist es geschafft, Bernd. Jetzt beschleunigen. Ups, Entschuldigung. Warte, ich helfe dir. Wow. Danke schön, Fiona. Danke euch, Leute. Kein Problem. Aber wir fahren jetzt besser schnell zur Wache, um zu sehen, wie es dort läuft. Tschüss, Leute. Weißt du, ich war mir nicht sicher wegen Kasimir Krehl. Aber bis jetzt macht er wirklich gute Arbeit. Krisencenter hier? Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hotdog Erbi meint, ich soll anrufen. Ich brauche Hilfe bei meinen Rezepten. Ich muss einen großen Auftrag erledigen. Heilige Kuh! Das ist auf jeden Fall ein Notfall. Lass mich nur schnell einen Blick in die Notfall-Dessert-Datenbank werfen. Also, ich glaube ja eigentlich, Cupcakes wären perfekt. Benny, kannst du kurz dranbleiben? Hallo? Ich bin gleich für Sie da, ja? Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir bearbeiten Ihren Wunsch. Leitung 3, ja? MC Krechts hat heute eine schlechte Frisur. Ich rate zu Zöpfen. Benny, es ist ein bisschen chaotisch hier, aber ich habe deine Rezepte. Alessa hat das niemals so gut gemacht wie ich. Hat jemand meinen Namen gerufen? Oh, Krisencenter, wie kann ich behilflich sein? Boris Bademeister weiß nicht, wie man Schuhe bindet. Rechts über links, links über rechts. Leg auf, Kasimir, du beantwortest unwichtige Anrufe. Wir sind zurück. Und wie läuft es hier? Gut, seht, wie oft ich geholfen habe. Er hat die Leitungen belegt, die für wichtige Notfälle da sein sollten.
Danke dir, Kasimir. Aber ich kann jetzt wieder übernehmen. Aber Alessa, ich... Keine Widerrede. Also gut. Nun, es war eine härtere Arbeit, als ich dachte. Vielleicht heißt es deshalb Arbeit. Trabidabidi, trabidabido, trabidabidabidu. Notfalldienstzentrale? Bitte? Hör zu. Gefährliche Dessert-Explosion in Bennys Bäckerei. Eine Dessert-Explosion? Ist das jetzt ein echter Alarm oder ist Alessa immer noch krank? Wir müssen entscheiden, was wir tun sollen. Aber wie? Ich weiß es. Erinnerst du dich an Bernds Test? Brillant. Entschuldigen Sie, aber wie heißen Sie? Ich bin Alessa Alarm natürlich. Sie ist geheilt. Gut, also ist der Notruf echt. Nicht gut. Natürlich ist der echt. Die Fabrik wird zerstört sein, bis ihr endlich losfahrt. Es ist Zeit für Action! Mon Dieu! Meine Bäckerei! Beruhige dich, Benny. Bitte alle zurücktreten. Ihr habt meine Bäckerei gerettet. Aber hunderte von Cupcakes sind nun ruiniert. Wie kam's zu der Tragödie? Wer steckt dahinter? Trabidabidu, trabidabidabidu. Hi, Benny. Sieht aus, als hätten die Popcakes funktioniert. Popcakes? Ja, du hast mich doch nach dem Notfall-Popcake-Rezept gefragt. Sind sie denn nicht wunderbar explodiert? Bäm, genauso wie an Silvester. Mon Dieu, Casimir Krähe, ich habe dich nach Cupcake-Rezepten gefragt. Oh, das war ja nur ein Missverständnis. Nun, Geheimnis gelüftet. Danke an Casimir Krähe. Sieht aus, als wäre meine Hilfe gar nicht hilfreich. Naja, deine kleine Hilfe macht unseren Tag ein bisschen lustiger und spannender. Es tut so richtig gut, dass das alte Team wieder zusammen ist. Ring! Notfalldienstzentrale? Was? Ein riesiger Popcake rollt Richtung Stadtmitte und trifft genau das Rathaus? Hä? War nur Spaß. Fertig. Alles sortiert und Hatschi. Abgelegt. Trabidabidu, trabidabidi, trabidabidabidu. Wie geht's dir, Peter Post? Hatschi. Mir geht es nicht so gut, Kasimir. Ich habe eine Erkältung, weil Luftfilter ist so richtig verstopft. Und ich bin spät dran mit meiner Runde. Deine Runde? Du solltest dich ausruhen und nicht arbeiten. Ein Postbote macht niemals Pause. Jeder in der Stadt wartet darauf, dass ich immer die Post bringe. Korrekt und pünktlich. Oh, wenn es nur jemanden gäbe, der für mich die Post ausfahren würde. Warte mal kurz. Warum kann ich nicht austragen? Du? Also ich weiß nicht, Kasimir. Was soll dabei schon schiefgehen? Na gut. Ich lade die Päckchen in der richtigen Reihenfolge ins Auto, dann sollte es ganz leicht sein. Kinderspiel! Und falls etwas durcheinander kommt, dann stehen ja die Namen drauf. Mach dir keine Sorgen, ich kann das schon. Danke, Kasimir. Du bist der Hatschi, der Beste. Trabidabidu, trabida... Oh, oh! Oh, au! Oh, oh. Spinne! Nasse Briefe. Fertig! Gleiche Reihenfolge. Vermutlich. Eventuell. Ganz sicher. Wow! Ich kann gar nichts mehr darauf erkennen. Keine Sorge, sie sind alle in der richtigen Reihenfolge. Kasimir Postgre ist unterwegs. Ist es das erste Mal, dass du alleine reist, Clara? Nervös? Ja, aber auch sehr aufgeregt. Ich habe vorher einen Brief an Tante Betty geschrieben und mitgeteilt, dass ich heute komme. Ich hoffe, der Brief kommt rechtzeitig an, damit sie mich abholt. Solange Peter die Post austrägt, kannst du davon ausgehen, dass er pünktlich ankommt. Steig ein jetzt, Clara. Wir fahren los. Morgen, Bürgermeister! Hier kommt die Postkrähe! Kasimir, hat Peter Post heute frei?
Ja, er ist krank, also helfe ich ihm austragen und ich mache eine wirklich gute Figur, wie ich finde. Also dann, Bürgermeister, einer für Sie und noch etwas. Schönen Tag noch. Oh, danke, dir auch. Ein Brief und Luftschlangen? Ich werde Sie heute besuchen. Wird lustig. Lustig? Oh, jemand wird mich heute hier besuchen kommen. Und es muss eine wichtige Person sein. Das kann doch nur eines bedeuten. Ich muss ein Fest feiern. Hurra! Oh, Betty, dein freundlicher und netter neuer Postmann ist mit den Briefen da. Du bist heute der Postbote? Wie nett. Ist auch was für mich dabei? Nun lass mich schauen, wie wäre es damit? Das hier ist für dich. Hoffe ich. Oh, super. Das muss wohl mein neuer Dünger sein. Perfekt. Der Bürgermeister war hier und hat einige Blumen für das Fest heute Abend bestellt. Schon gehört? Ich bin so aufgeregt. Das verschafft mir die Möglichkeit, meinen neuen Tanz auszuprobieren. Den Schütteltanz. Haha, der Schütteltanz. Wie witzig. Du kannst auf mich zählen. Wir sehen uns später. Schütteltanz, cha-cha-cha. Schütteltanz, cha-cha-cha. Wir sind da, Clara. Aber wo ist Tante Betty? Durch meinen Brief wusste sie, dass ich heute komme. Sie ist bestimmt auf dem Weg. Warte hier und nicht weggehen, bis Betty dich abholt. Ich muss weiter. Alles klar. Danke fürs Mitnehmen. Ich werde einfach hier warten. Trabidabidabidi. Juhu! Wer kann das besser als ich? Ich bin der beste Postbote, den es je gab. Ah, es ist leer. Ich bin schon fertig. Wow, ich bin besser, als ich dachte. Jetzt schnell zurück zur Post, um es Peter zu erzählen. Er wird sich so freuen. Wo ist Tante Betty? Ich glaube, ich kann nicht länger warten. Moment, ich werde einfach selber zu Tante Betty gehen. Was soll schon passieren? Schau mal da. Hierher, Kätzchen. Miau. Wow. Oh, Entschuldigung. Mann, ich hoffe, Peter Post kommt endlich mit einem Absperrband. Ich kann den Schacht nicht ohne Absperrband zurücklassen. Es könnte jemand reinfallen. Aber es ist schon Essenszeit und ich habe Hunger. Ich glaube, ich kann kurz weg, um mir einen Imbiss zu holen. Nur kurz, ich versprech's. Hi, kleine Biene. Autsch! Entschuldigung. Wow, schau dir das an. Ah! Hilfe! Ich habe gehört, der Bürgermeister gibt heute ein Fest. Irgendjemand soll ganz groß gefeiert werden. Klingt ja aufregend. Vielleicht ist es ein Filmstar. Notrufdienstzentrale? Ja? Oh, ich verstehe. Over and out. Hört zu! Klein Clara ist auf der Straßenbaustelle in eine Grube gefallen. Aus irgendeinem Grund gab es kein Absperrband. Klingt, als wäre sie in sehr großer Gefahr. Wir holen an die Abschleppwagen auf dem Weg ab. Ja, los! Es ist Zeit für Action! Geht's besser, Peter? Ja, danke, Kasimir. Ich brauchte nur mal eine kurze Pause, ohne den ganzen Stress, die richtigen Päckchen zu den Leuten zu bringen. Stress? Es war ganz einfach! Ups! Hey, ich habe gehört, der Bürgermeister schmeißt eine Party. Komm mit mir. Clara, geht's dir gut? Ja, aber ich kann nicht hochklettern. Keine Sorge, Andi wird dir helfen. Bin schon da. Danke. Wie bist du hierher gekommen, Klein Clara? Bist du ganz alleine? Ja, ich habe Tante Betty in einem Brief geschrieben, dass ich heute ankomme. Aber sie war nicht da, um mich zu holen, also bin ich alleine los. Was ist passiert? Wir haben Klein Clara aus dem Schacht gezogen. Du darfst ihn niemals unbeaufsichtigt lassen, Bernd. Oh, nein, passt auf. Ich habe auf mein Absperrband gewartet, aber es kam einfach nicht. Es war dumm von mir, den Schacht allein zu lassen. Tut mir leid. Ich wollte nur kurz etwas essen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Jetzt bringen wir Clara zu Betty. Oh, aufhören. Oh, das sind aber ganz schön lebhafte Blumen. Hallo, Betty. Wie geht es dir? Ach,
Naja, ich habe Vitamine für Krokodile anstatt Blumen in der Post gehabt. Toll. Oh, Clara, was für eine Überraschung. Wir haben Clara aus dem Schacht gezogen. Sie hat dir einen Brief geschrieben, aber du hast den wohl nicht bekommen. Nein, aber da Kasimir für Peter die Post ausgetragen hat, ist das auch kein großes Wunder. Kasimir Krähe? Nun, das erklärt alles. Und aus diesem Grund hat Bernd bis jetzt auch noch kein Absperrband bekommen. Ich war gerade auf dem Weg zum Fest im Rathaus. Wahrscheinlich wird sich der Bürgermeister über die Blumen wundern. Kommt mit! Das ist seltsam. Die Luftschlangen sehen aus wie mein Absperrband. Wirklich? Ich habe sie heute mit der Post bekommen. Sagten Sie mit der Post? Das ist die Erklärung für das ganze Chaos heute. Was? Du meinst, ich habe den falschen Brief bekommen? Es kommt heute also kein besonderer Gast. Was ist mit mir? Ich bin heute angekommen. Oh, na ja. Nun, fantastisch. Ich glaube, du bist mein Ehrengast. Willkommen, Ehrengast. Ich dachte, ich hätte die Päckchen richtig verteilt. Aber ich habe anscheinend nur 6, 7, 8, 9 verteilt. Oh, tut mir leid, dass ich so ein schlechter Postmann bin. Ist schon in Ordnung. Es hat doch funktioniert. Wenn du die Päckchen nicht vertauscht hättest, gäbe es jetzt auch keine Party. Du hast recht. Ich bin vielleicht ein schlechter Postbote, aber dafür bin ich ein toller Partyplaner. Und ein exzellenter Tänzer. Schütteltanz alle! Eins, zwei,